Ich bin doch fast schon gegangen, oder? Scheiße. Wird auch nie kommen, Denise. Du meinst, dass sie die gleichen Film Videospiel machen? Genauso wie der Uncharted-Film. Doch, ich glaube schon, dass es kommen wird. Da bin ich schon durchgegangen. Okay, scheiße. Ich gehe den gleichen Weg. Ist nicht gut. Ich kenne mich auch gerade nicht aus. Ich hasse Kanalisationen. Wenn die kommen, dann dauert das eh Jahre. Ich hasse das, wenn sie das immer ankündigen. Ratchet und Clank sollte gut werden. Ja, da sind sie ja schon fast voran, oder? Also fast fertig schon. Warte, hier bin ich doch schon so gegangen, oder? Hier bin ich schon gegangen. Ach, ich bitte dich. Oder gehe ich jetzt den gleichen Weg? Scheiße, Leute, ich habe mich verirrt. Fuck. Scheiße. Ich weiß den Weg nicht mehr. Okay, von da kam ich auf 100%ig nicht. Was ist denn die für eine Seife? Habe ich schon von Leuten gehört. Ist der schon draußen? Da lag irgendwas am Boden. Oder auch nicht. Uncharted und der Last of Us Film sollten erst starten nach Erscheinung von der Last of Us. Der Last of Us 2 wird aber noch dauern, weil die fangen erst jetzt an damit. Ach du Scheißdürre. Der Film ist doch nur billige Werbung für das Game. Ja, kann auch sein. Ich muss kurz einen Schluck trinken, Leute. Ich verdiene ja mein Geld so. Nein, Spaß. Ich will kein Geld. Das wäre cool. Für jeden Schluck 10 Euro. Andere YouTuber haben sogar eine Rolle. Oh. Vielen Dank fürs Follow, Zabut. Und ich komme in der Falkes Arme. Haben mich jetzt gerade erschrocken. Ich muss irgendwo Schlüssel finden. So. Ich wollte dann versuchen, ob ich hier aufschlagen kann. Und hier kenne ich auch nichts mehr, Meister. Produktplatzierung. Ja, es ist meine Art, Werbung zu machen. Hört mir auf mit YouTube. Bei mir geht's das auf den Sack, dass die alle YouTube jetzt immer die Synchron machen. Möchtest du nicht schuld, dass ich auch meine Synchron mache? Ja, yeah, der gute Robby, so heißt der Hase doch, oder? Ja, genau, der Robby heißt er. Ja, ich habe ihn auch, schau. Ich habe auch mein Maskottchen. Ich habe auch den Robby hier. Habe ich mir extra mal gekauft für Silent Hill. Kann ich eigentlich da hinten platzieren? Na, Robby. Voll, der würde nicht lügen, würde nicht zu dem passen. Voll die Flaschen, der kleine Süße. Voll die süßen Hände, der kleine Süße. Von dir möchte ich nur ein Hörbuch, Chefin. Hi, cool. Ja, dann habe ich extra. Ich habe auf den Robby 2 Monate gewartet. Ohne Witz. Ich habe so einen Zuschauer, den Kalle. Falkes Arme heißt er. Wir haben den bestellt. Also, ich habe den bestellt, wo er zugeschaut hat. Und ja. Der kam jetzt vor einem Monat an. Und da habe ich, glaube ich, Silent Hill 4 gerade gemacht. Genau, Jules, genau. Scheiße, ich muss einen Schlüssel finden, aber finde ich mir so einen blöden Schlüssel. Und was mit Silent Hill. Das ist echt lange. Ja, das war echt lange. Also, ich dachte zuerst, das stand nämlich bei Amazon, dachte ich mir, ja, puh, diese. Meistens steht immer 3 Tage, dann kommt es schon nächsten Tag. Aber es ist später als nicht. Ja, stimmt auch wieder. Ich war so froh, als ich ihn dann in der Hände hatte. Es speichert hier aus irgendeinem Grund, aber ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich doch zu früh hier noch. Könnte auch sein. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu früh in dieser Welt. Das ist auch bei Silent Hill ab und zu, dass du ein bisschen zu früh
irgendwo hingehst. Genau, der Robby, genau, der Robby kam aus Silent Hill, deswegen. Die mussten da nach Silent Hill und haben nach ein paar, also dafür, dass er so billig war und sie ein paar Risiko eingehen mussten. War schon tapfer von den Jungs dahin. Da war ich auch schon, oder? Wartet mal, bis wenn ich da weitergehe. Nichts. Warum kann ich diese Tür nicht aufmachen? So, mach mal hier weg wieder. So. Ja, er kann aber irgendwie schneller gehen, wenn er die Taschen am Bann hat. Aber wir schauen schon verblutet aus hier. Ist eh mutig, der Kleine da. Oh, der mit seinem Polizeiauto, dann soll er mich wenigstens mitnehmen. Okay, wir gehen jetzt mal kurz rauf. Spiel speichert immer. Ich war die U-Bahn schon falsch. Oh, die scheiß Türen. Muss man auch gestehen, sein Till hat eine der geilsten Ideen, das fucking Radio. Ich hatte keinen Schiss in der Büchse von das Radio ging. Stimmt, ja. Also das Radio. Da gab es schon ein paar coole Szenen. Ich finde es irgendwie schade, dass ich da schon mal nicht YouTube gemacht habe. Okay, ich könnte hier mal reingehen. Hausnummer 3. Und jetzt hat der Hintergarten offen. Der Spiel speichert zum zweiten Mal. Was ja gut ist, ja, wenn ich sterbe, dann. Was ich glaube, ich werde beim nächsten Kampf. Und ich komme nicht ins Haus. Bin ich irgendwie vorbeigesprungen irgendwo? Da war ich doch schon mal. Bin ich wieder ins gleiche Haus gegangen, ey. Das ist doch nicht. Wenn der Weg es schneller gehen würde, wartet mal so. Mach mal es ein bisschen gruseliger. So. Aber ich glaube, Silent Hill war früher so richtig eine schöne Stadt. Eben deswegen möchte ich. Hat jemand von euch Silent Hill Origin gespielt? Das soll ja die Vorgeschichte sein, wie alles begann und so. Ich hätte das gerne mal zocken. Ich habe das nicht gespielt, ich habe keine PSP. Ich glaube, man kann das nur da spielen mit der BSB. Leider. Mal. Ey! Oh. Habt ihr von Let's Play gesehen? Und wie ist es, Jules? Soll ja so ähnlich sein wie die alten Spiele. Aufheben. Nee. Da kann ich mir mal Let's Play anschauen, muss ich mal. Aber ich kann leider keine BSB. Ich glaube, ich kann nicht gleich mal streamen. Ich glaube, das sieht auch blöd aus, wenn ich ganz dazu da hocke. Nee, Origins habe ich leider nie gespielt. Also die Konsole nie. Eben ich leider auch nie. Ich hoffe, dass mal das da Ding macht. Also besser als Homecoming und Downpour. Ja, Jules hasst die zwei Teile. Ich finde es cool, wenn YouTuber Synchro sprechen dürfen. Ich habe das noch nie angehört, wenn YouTuber Synchro sprechen. Muss ich auch mal sagen. Irgendwie bin ich irgendwo vorbeigesprungen. Kann das sein? Das Auto hilft mir ja nicht. Das Auto ist auch irgendwie weg, seitdem ich zu nah gegangen bin. Schau, seht ihr das? Wartet. Diesen Baum. Das baue ich auch so. Wie der so reinglitscht. Weil ich glaube, 2012 war sicher schon Uncharted 3 raus. Und Uncharted 3 hat eine echt krasse Grafik. Also,
wenn das Spiel in der gleichen Zeitraum gespielt hat, ist irgendwie enttäuschend, meines Erachtens. So, kann ich hier. Es kommt ja schon wieder das Auto. Until Origins, ist das nochmal für die PSP zusätzlich rausgekommen? Nee, Albert, das ist Albert, das ist für PSP, diese kleine Handheld-Konsole rausgekommen. Für die Handheld-Konsole von Sony. Eben, ich habe die PS Vita, aber. Und ich dachte, es gibt die PSP-Spiele, dass ich die auch spielen kann. Ich kann aber nur PS Vita-Spiele zocken. Nee, das zeigt mir, dass Firmen nur geldgeile Säcke sind für die Fans von YouTube. Ich wollte sagen, irgendwas zum Feind. Boah, dank dem Radio wusste ich, dass hier ein Feind in der Nähe. Ei! Brauche eine Waffe. Eine Waffe. Oh mein Gott. Irgendwas schreit, aber was schreit denn da? Mit dem Schild. Ah, es war klar. Nichts sagt Respekt und eine Wesker. Was Grafik betrifft, sind wir heute was anders gewohnt. Okay, deswegen. Ja, ich dachte mir eben nur, also. Ich meine, es passt manchmal. Ich wäre immer bei Silent Hill, immer bei dieser Perspektive. Ich werde auch heute. Stimmt doch gar nicht, ich bin nicht 40 Mal in diesem Stream gestorben. Ich muss das mal ausbessern. Ich habe eh geschrieben, wie viel auf den Dark Souls gestorben bin. Und was ich jetzt in YouTube sterbe, werde ich auch aufzeichnen und machen. Sie darf ja einen Dorfschein. Oh, ich habe einen Dorfschein. Hast du gehört, Schulz? Ich glaube, ich muss hier. Ich muss hier was machen. Okay. Dieses blöde Auto da oben. Aber ich bin jetzt ja geheilt. Das ist ja erstens mal schon gut. Oh, was ist das hier für ein nice Nebel da hinten? Einmal. Wenn du Dark Souls 3 spielst und 300 Tode hast, dann hab ich super. Hab nicht nur gehört, hab's auch gelesen, Chefin. Das ist wieder Brain. Okay, jetzt wäre ich wieder richtig schön fertig gemacht von meinem Mod. Ich hasse es mit dem Feuerzeug da rumrennen. Ich habe hier irgendwas übersehen. Irgendwas übersehe ich hier. Was ist denn hier eigentlich? Ich kann leider eh nicht mehr so lange, Leute. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss morgen um 7:30 Uhr arbeiten. Ist scheiße. Elif, meine. Du möchtest mir nicht langweilig werden, okay. Haben wir da schon irgendwas abzeigen? Okay, ich gehe rechts. Wenn ich wieder zurückkomme, gehe ich rechts. Okay, hier ist diese Tür. Okay, ah, ich komme hier nicht durch. Merken. Dann gehe ich jetzt rechts. Weil von links kam ich und jetzt gehen wir rechts. Au. Oh. Du meinst heute. Oh ja, heute 37 muss ich arbeiten. Genau, Albert Wesker. Jo. Tja, hättest du mal früher gestreamt, das ist nicht das Problem, aber stimmt ja, du musst es denn.
Ich habe ja morgen noch eine Gelegenheit. Okay, hab noch viel Spaß bei seinem Team und noch gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Ich bin nicht genau sicher, wie ich dich ausspreche. Ich nenne dich Rabizza. Vielen Dank fürs Reinschauen. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, morgen mache ich weiter. So. Und vielen Dank für dein Follow übrigens. Und gute Nacht. So, hier kann ich öffnen. Geh mal, mach mir das hier weg. Und hier ist dann verschlossen. Auch strange eigentlich. Nein! Ich will weg hier werfen, ey. Ich werfe jetzt mal meine Waffen weg. Das ist scheiße, ey. Wie eigentlich auch schlägt, nicht? Ey, Mike, servus! Wir haben uns ja eigentlich schon gesprochen. Na, alles klar. Habt ihr sicher dann verloren, als ich nicht mehr da war? Nein, ich war ja eigentlich ganz mies. Ihr hättet den Schulz gebraucht. Scheiße, ich hänge irgendwie. Scheiße. Ich komme nicht mehr weiter. Hat irgendjemand eine Weisheit, wenn man wie weitergeht oder so? Ich kotze irgendwie anders da. Ich rack da rein kann. Also, Mark war auch dabei. Es tut mir leid, Schulz. Okay, hier. Was soll eigentlich dieser Nebel dazu bedeuten? Ja, wir haben es doch richtig abgelust, aber war ja auch ganz witzig. Ja, war ja eigentlich. Rocket League ist ja eigentlich nur zum Spaß, finde ich. Also ich nehme das nie ernst, auch wenn ich so privat zocke, nehme es nie ernst. Ich habe einen sogar gestreamt. So, ja, also wenn irgendjemand weiß, wie weiter, ich bin gerade richtig dann. Nächstes Mal rufe ich dann Silent Hill und dann den Jens und dann zocken wir ohne dich. Ruf sogar Mutti an. Ja, ich werde es echt mal hinkriegen, Leute. Ich treffe sie morgen. Dann nehme ich ihr Handy und zeige ihr das, wo sie hindrücken muss. Und werde sie anrufen, wenn ich streame. Und dann schaue ich, dass ich sie echt in den Chat reinkriege. Ich will dir ja helfen, Chefin, aber. Was? Aber was? Aber was? Schulz? Kannst du mir helfen? Ach so, du meinst Silent. Nächstes Mal rufen wir den Silent und den Jens und dann zocken wir ohne dich. Ja, den Silent könnt ihr gerne. Nein, Spaß. Das ist kamerascheu, das wisst ihr noch nicht. Naja, er hat einmal schon mit mir neben mir gehockt. Aber ja, es, wie gesagt, das ist nur in Chaos ausgeartet. Was haben wir denn hier? Oh nein. Er hat ja gut von mir. Denn sie. Nee, du hast ausgeschissen, denn ich muss allein den Weg finden. Okay, ich lese mal als Beruhigung. Polizeibehörde Boston. Bericht. Fallnummer, bla bla bla. Vorfall, Fahrzeugdiebstahl, melden den Offizier, bla bla bla. Am 25. gegen 22.40 Uhr wurde der Verdächtige von Anzahl Zeugen, die Anhang. Wir wollen ja auch nicht streamen, also.
Aber was wollt ihr denn streamen? Zocken? Entschuldigung. Dabei beobachten wir in dem Bonfield Road 4050 in einem geparkten. Ja. Geparkten Polizeiwagen angebracht, ein Hang B. Dann schafft es der Verdächtige, den Wagen zu starten und verließ den Parkplatz mit abgeordneter Schwierigkeit. Gegen 20:45 erhielten die Gegend des streifenfahrenden Polizisten eine Lufteinheit vom Sheriff's Department die Meldung, gestohlene Fahrzeug und begann mit der Verfolgung des Verdächtigen. Um 22:10 fuhr der Verdächtige über den Road 5 auf die Interstate 94 Richtung Süden. Der Verdächtige fuhr weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Interstate 94 und der verfolgende Polizisten. Okay, ist nur ein Verfolgungsjagd. Alles, was du magst, Chefin Moore. Oh, natürlich hat er richtig. Der war ja Krankenstand, der hat sich jetzt ausgeruht. Also, Entschuldigung, ich streiche dich halt von Krankenstand, okay? Also, du bist heute wieder im Dienst. Nur, dass du es weißt. Und dass du nicht denkst, hä, warum streichst du mich nicht von Dienst oder so? Du kriegst nur Kranken. Taschenlampe, yes. Du hast die ganze Zeit diese Funkdings da. Warte mal. Die rote Axt sieht ja richtig nice aus. Ja, es ist sehr spät und ich muss morgen früh arbeiten. Nichts verzeiht man mir. Polizei Silent Hill. Datum, bla bla bla, Schreibtisch von Chief Runner, bla bla bla. Jährliche Verbrechen. Verbrechen, bla bla, Einbruch. Vorheriges Jahr, also ist zurückgegangen. Ist mehr geworden. Schwerer Diebstahl, ist auch mehr geworden. Autodiebstahl ist zwei weniger geworden. Brandstiftung ist einer mehr geworden. Gewaltverbrechen, Mord. Sind relativ mehr geworden. Vergewaltigung. Eine mehr. Schwere Körperverletzung. Wow. Raubüberfall. Ich glaube, das war eine 5. Aber ist eigentlich eine gute Bilanz für Silent Hill, finde ich das von Jahresding. Finde ich das wenig. Ich schau mal wieder Radio ein. Was? Weiß, der Stream zwei Tage nicht und macht dann so in 3 Stunden mit Jungs und möchte von mir Mitleid haben. Ich habe doch nicht 3 Stunden mit ihnen gemacht. Hä? Bin ich jetzt diesen blöden Gebilde hier? Gefühlte 3 Stunden, also. Ja, wie gesagt, Schulz, du hättest gern auch reinschauen, ihr könnt. Wir haben nämlich mit der PS4, also. Sie haben ihr Ding gezockt und ich habe PS4 gezockt. Also hättest du auch reingekannt. Ich bin wirklich diesen blöden Weg gegangen, nur wegen diesen. Es ist jetzt 1 Uhr, so langsam muss ich zum Ende kommen, Leute. Tut mir echt leid, ey. Ich würde echt jetzt noch gerne weitermachen. Auch noch PS4. Alles klar, Chefin. Ich habe in die Gruppe geschrieben. Ja, Leute, es tut mir echt leid, ich muss aber jetzt echt Schluss machen. Ich kann ja schon nur mehr. Ich kann jetzt nur mehr 5 Stunden schlafen und ich brauche diese 5 Stunden Schlaf.
So,